Yo guys, what's up? This is the Blue Gangster here. Yo. Was ich euch zeigen will auf Deutsch, weil ich ziemlich viele schon auf Englisch gemacht habe. Mit meinem Avermedia, meinem PX22 und alles, was ich dabei habe. Ja, ein bisschen angeben muss sein. Auf jeden Fall ohne Cap, diesmal wegen Headset, sonst sieht's stier aus. Ich will euch hier zeigen, in Deutsch nochmal, wie man Tekken spielt. Für Beginner. Nicht für Profis, denn ich selbst sehe mich als Beginner. Wenn es eine Rangliste gibt, von, sagen wir mal, von 1 bis 100, und 1 das Beste ist, dann sehe ich mich so bei 97 oder so. Also ich bin ziemlich schlecht, aber das heißt nicht, dass ich nichts kann und sorry, bin ein bisschen erkältet. Wenn ich euch schon was zeige, dann die Grundbegriffe von Tekken, weil ich kenne viele, die haben so angefangen, die haben nicht so wirklich einen Plan, die gehen so rein, drücken die ganze Zeit einen Button und das war's dann auch schon. Ich will euch zeigen, wie man mit Tekken anfängt, so dass ihr selber weiter lernen könnt, um besser zu werden, wahrscheinlich sogar noch besser als ich, was ich nicht versprechen kann, aber es ist möglich. So, da ist mein Bildschirm, da werde ich jetzt öfter hingucken als dahin. Und zwar fangen wir damit an, in Tekken Tag 2, das ist jetzt nur rein formal, kann man mit zwei Charakteren spielen, da gibt es eine Tag-Funktion, die gibt es sonst in keinem Spiel, Tekken-Spiel, außer Tekken Tag Tournament 1 und 2. Natürlich wurde das im 2er verfeinert und das nächste Spiel, das bald rauskommt, was es für Arcades schon gibt, aber für Konsole noch nicht da ist, ist Tekken 7. Das ist dann wieder ein 1 vs. 1 mit ein paar neuen Futures, aber jetzt sind wir hier und jetzt erkläre ich euch das. Ich check noch mal kurz, ob alles läuft, nicht, dass ich den ganzen Scheiß hier umsonst mache. Also, meine Kamera funktioniert, mein Audio Recording auch, ich mache das separat, sonst kommt Scheiße, mein Game Capture auch. So, und dann habe ich mir so ein Dokument hier noch hingeschrieben, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, wenn ihr mit zwei Charakteren spielt, eigentlich egal, ob nur einer oder zwei, welcher Charakter spricht euch am meisten an? Welchen findet ihr am coolsten? Es geht hier nicht darum, welcher der stärkste ist, weil so gesehen, stärksten Charakter gibt es in Tekken nicht. Es gibt, kommt je nach denen an, nach dem Playstyle, wie man spielt, aber insgesamt sind eigentlich alle Charaktere gleich gut. Je nachdem, wer euch am besten passt, wer für euch am coolsten aussieht, oder wenn ihr die Story kennt, wer die gescheiteste und coolste Story hat, den nehmt ihr. Ich bin seit Tekken 3 Jin-Fan. Und, was nehme ich denn da? Ich nehme jetzt mal meine standardblaue Kleidung. Und, seit Tekken 2 eigentlich schon, obwohl ich nicht weiß, ob es seit Tekken 2 schon Forest gibt. Auf jeden Fall Tekken 3, Forest Law 100%. Wegen diesem Bruce Lee-Style. Und deswegen passt zwar nicht dazu, aber nehme ich das, weil das dieses Bruce Lee Outfit ist. Als Gegner habe ich schon ausgesucht und sorry Massaker, aber das muss sein, um es am besten zeigen zu können, nämlich Brian Fury und Sergei Dragunov. So, jetzt noch eine gescheite Stage mit die nicht zu klein, nicht zu groß ist. Eigentlich, lass mich mal überlegen. Ja, das ist Tekken. Ich glaube, das wäre, glaube ich, am besten, weil ein bisschen Mittwand brauchen wir. Ich kann dann eigentlich auch switchen, aber ich glaube, hier ist der Kontrast auch am besten. Deswegen nehmen wir mal die Stage hier. Wie gesagt, ich bin erkältet, also sorry deswegen, aber ich habe keinen Bock, die ganze Zeit nur im Bett rumzulegen und nichts zu tun. Und das wollte ich eigentlich schon streamen und dann ist es irgendwie verloren gegangen. Egal, wir ziehen das jetzt einfach durch. Ich mache keinen komplett durch. Mache ich nicht, ich mache das in Parts. Und wir fangen natürlich mit dem leichtesten Part an. So, was da unten ist, das ist normalerweise nicht dabei, ist die, wo ist es denn? Erweiterte Einstellung und dann Hood-Information, Befehlsverlauf.
Damit könnt ihr sehen, was ich da unten drücke, egal was ich mache. Ja? So, als zweites. Falls ihr das nicht wisst, solltet ihr eigentlich wissen, wenn ihr mit Tekken anfängt. Da oben, diese blauen Striche, sind euer Leben, ja? Und dann gibt es 1, 2, 3, 4. Ihr seht es, dieses Violett, Grün, Blau, Rot. Auf PlayStation 4 3 gibt es einen Kreis. Auf Xbox weiß ich gerade nicht. X. Oder was war's? XYAB war's genau. So. Und alle Commands, und das ist das Wichtigste, alle Befehle für jeden Charakter gibt es in der Befehlsliste. Ihr sucht euch einen Charakter aus und wenn ihr X drauf drückt, kann man die komplette Move-Liste sehen oder ihr drückt Dreieck, habt's oben drin und könnt's selbst üben. So, das mache ich jetzt mal weg. Auf jeden Fall, das Wichtigste, was es in Tekken gibt. Ja gut, ich zeig euch noch kurz. Das gehört eigentlich nicht dazu, aber ich zeig euch noch kurz, wie ich meinen Controller eingestellt habe. Und zwar, diese unteren 6 Befehle sind normalerweise die Standarddinger. Also Viereck, Dreieck, X, Kreis. Dann das hier könnt ihr eigentlich auch Bewegungen. Das habe ich als Tag, weil normalerweise hier Tag oder da irgendwo ist. Aber ich habe so gemacht, dass ich beide Fäuste zusammen, beide Kicks zusammen, beide Rechte zusammen und eins links, eins rechts zusammen habe als Button. Wieso das so ist, erkläre ich euch noch. So. Das Wichtigste in Tekken, das Allerwichtigste in Tekken, sind die Bewegung, das Movement. Ich werde auch die englischen Begriffe dazu nehmen, weil das Multi ist. Das benutzt jeder. Selbst die Profis in Japan und Korea benutzen diese englischen Begriffe, wenn es um Tekken geht, ja? Also, fangen wir mal an. Es gibt das normale nach vorne. Entweder ihr könnt es nur drücken oder halten, dann läuft er nach vorne. So, damit kommt ihr näher zu eurem Gegner, aber ihr schützt euch dabei nicht, ja? Das Gegenteil davon ist, wenn ihr nach hinten läuft. Denn sobald ihr nach hinten läuft, verteidigt ihr euch automatisch. Wenn die Angriffe von oben kommen. So, dann gibt es das Ducken nach unten und nach oben, je nachdem. Wenn ihr es lang gedrückt haltet, kommt das Springen. So. Jetzt, es gibt es ein Dash. Das ist sozusagen ein schnelles nach vorne. Das kommt, wenn ihr zweimal nach vorne drückt. Habt ihr das gesehen? Wie ihr so nach vorne. Vorne, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, aber ihr seht, das nennt man Dash. Und die gibt es auch zu nach hinten gehen. Das Ding ist, es ist egal, in welcher Richtung ihr einen Dash macht, man verteidigt sich nicht dabei. Also seid ihr sozusagen, wenn einer eine Attacke macht, die ziemlich weit geht und ihr einen Dash macht, könnt ihr trotzdem getroffen werden und ihr seid dabei nicht in Verteidigung. So. Wenn ihr euch nach unten, also haltet, ja, also unten gedrückt haltet, dann schützt ihr euch von unten, nicht von oben, weil mittige Angriffe und Angriffe, die von oben kommen, aber die Mitte treffen, die treffen trotzdem, weil ihr nur nach unten drückt. Das heißt, ihr verteidigt euch nur von unten. So, jetzt fragen sich welche, kann man sich irgendwie von oben verteidigen? Nein, das übernimmt dieses hier. So. Da hätten wir fast alle Richtungen durch. Es gibt dieses unten und vorne gleichzeitig. Da hinten seht ihr es. Der letzte Befehl, wenn ihr es haltet. Ihr seid unten, also gebückt und läuft gleichzeitig langsam nach vorne. Aber weil ihr nach vorne laufen werdet, hier, ja, könnt ihr euch von unten deswegen nicht schützen. Selbst wenn ihr hinten und unten drückt und normalerweise sollte da eigentlich auch sowas kommen wie nach, aber ich glaube, das kann ich jeder nach hinten laufen, geduckt, ja. Schützt euch auch nicht von unten. Nur wenn ihr unten haltet, sonst nicht. Und dieser Fehler ist mir so oft passiert, denn wenn ich einen Gegner ausweiche, will ich gehe schnell zurück und will dann nach unten. Und dann durch dieses schnell nach hinten, seht ihr es? Wenn ich unten dann drücke, dann wird es schräg angezeigt. Schräg nach hinten. So, das sind jetzt diese ganz normalen Bewegungen. Und jetzt die Standardbegriffe dazu. Nach vorne ist F, wegen Forward, Englisch, wie gesagt. Nach hinten ist Back, also B. Unten ist Down, also D. Und hoch ist Up, also U. Merkt euch das gut. So, wenn es jetzt aber sowas geht, dann wird zuerst
der Vertikale zuerst genannt. Die vertikale Richtung immer zuerst. Das heißt, das hier ist Down Forward, DF. Das hier ist dann DB, Down Back und so weiter. Ja? Und dann gibt es, ich zeig's euch mal auf dem Controller, für Viereck, ich hoffe ihr seht's gut, ich kann das gerade nicht sehen. Für Viereck, obwohl ich schalte mal kurz zu meiner Kamera, dann sehe ich mich besser. Genau, kann ich auch näher reingehen. Für Viereck ist es die 1, Dreieck ist die 2, X die 3 und Kreis 4. Also 1, 2, 3, 4. Ja, ist ein bisschen kompliziert gerade, weil spiegelverkehrt ist. Ja, und so müsst ihr euch das merken, weil so wird in Tekken gesprochen. Da gibt es kein hinten, vorne, Dreieck, Viereck, Dreieck. Das, so labert man unter Freunden. Aber wenn man im Turnier ist oder so, dann spricht man von Down Forward 1, Down Forward 2, Back 3, Back 4. Und ihr müsst dann automatisch wissen, worum es geht. Ich glaube, da gibt es nochmal ein Bild und extra Video in YouTube, in Google. Könnt ihr alles nachschauen, wenn ihr euch nichts merken könnt. Aber das sind die Hauptbegriffe. Dieses L1, R1 und so, das kann man auch als 5, 6, 7 und 8 sehen. Aber es ist einfach nur L1, L2 und R1, R2. Und diese Knöpfe hier sind je nachdem links L3 und R3. Mit R3 ist hier Standard taggen, also wechseln. Ja? So. Nachdem wir das jetzt durch haben. Obwohl, um euch genauer zu zeigen, wieso ist dieses hoch, runter, links, rechts, also down, back, up und so weiter und 1, 2, 3, 4 gibt. Hier. Mein Hori Arcade Stick, warte mal, ich halte mal richtig hin, so. Da kann man genau sehen, da steht weder Viereck, Dreieck, Kreis, X noch sonst was drauf. Und das benutzt man in offiziellen Tekken-Turnieren, weil, wie ihr schon vorhin gesehen habt, wenn ich nach hinten drücke und dann nach unten, dann wird mir dieses Schräg angezeigt. Das ist ein Eingabefehler. Und in einer Millisekunde, ein Eingabefehler in einem Turnier kann euch das komplette Ding kosten. Und deswegen hat man die Dinger dabei, weil da könnt ihr nichts falsch drücken. Aber das hier zu lernen ist ziemlich viel schwieriger. Dafür, wenn ihr damit besser ausgehen könnt als mit einem Controller oder euch besser dran gewöhnt habt, kriegt ihr die schwierigen Moves viel, viel leichter hin als auf einen Controller. Das ist Tatsache. Sonst würde es solche Dinger nicht extra geben. Vielleicht habt ihr das auch schon bei Street Fighter oder so gesehen, aber ich benutze es hauptsächlich für Tekken. So. Ja, wir hätten jetzt die Hauptbewegung durch. Dann gibt es, wenn ihr ganz hin... Also, es gibt ja einmal nach vorne, einmal hinten, zweimal vorne, zweimal hinten. So. Gibt es jetzt auch ein dreimal vorne? Ja, das gibt's. Weil das ist eigentlich das Rennen. Wenn ihr zweimal nach vorne drückt und beim zweiten Mal gedrückt hält, ist es das Rennen. Das ist auch hier. Man kann auch während des Stehens rennen. Das nennt man Instant Running, weil es gibt Moves, wie zum Beispiel, das hat eigentlich fast jeder, wenn man rennt und man drückt Kreis. Ja, ist es ein Slide. Und das kann man eigentlich mit bestimmten Charakteren. Kann man das auch, also ich krieg das gerade nicht hin, vor allem mit einem Controller nicht, kann man jetzt von der Position aus eine rennende Attacke machen, ja? Da wir das durch die Koreaner gelernt haben, weil ich hatte davor bis zu Anfang von, selbst wo ich das Let's Played habe, ich hatte keine Ahnung davon, dass die Koreaner erfunden haben, dass man von hier aus direkt zu einem Gegner rennen kann, obwohl die Distanz, die Range ziemlich klein ist, man trotzdem einen Running Move performen kann und deswegen nennt man das zum Beispiel mit 3 Korean 3. So. Wenn man das alles hat, gibt es jetzt noch so extra Bewegungen wie zum Beispiel das Jumpen. Da kann man entweder halten oder drücken. Dieses Ding ist ziemlich gefährlich, wenn man sich nicht schützen kann. Aber wenn der Gegner, wenn ihr wisst, dass der Gegner von unten angreift, dann macht man das. Oder wenn man über den Gegner springen will oder sonst was. Aber wie gesagt, merkt euch, dieses Ding ist assi gefährlich. So. Ja, das hätten wir so. Und jetzt gibt's ja dieses, und wenn man nach unten hält, so. Wenn man jetzt zweimal nach oben drückt, dann geht der kurz zur Seite. Das gleiche ist nach unten. Das nennt man Sidestep.
Was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe, weil es ziemlich schwierig ist und in Tekken 7 wahrscheinlich geändert wird, ist, also man kann so gut wie jede Attacke sidesteppen, wenn man das Timing raus hat. Das ist ein Riesenvorteil, weil dann der Gegner verfehlt. With Punish. Das so heißt es, wenn der Gegner eine Attacke verfehlt. Denn sobald ein Gegner eine Attacke verfehlt und ihr durch euren Sidestep könnt ihr direkt einen Konter starten, einen Punish. Ja? Und egal was ihr dann macht, der Gegner, weil er gerade während in seiner Attacke ist, sage ich jetzt mal, und ihr einfach ausgewichen seid, dann könnt ihr sozusagen direkt kontern, ohne dass der Gegner sich schützt. Es hängt aber von dem ab, wie lang seine Attacke geht. Und damit wären wir eigentlich schon bei Frames. Darüber will ich aber nicht reden, weil das ist ziemlich kompliziert. Ich kenne mich da auch noch nicht so gut raus, weil jede Attacke hat eine Plus, Minus und... Alter, was für Versprecher. Minus und Plus Frame. So, das Spiel ist ja in 60 Frames per Second. Also 60 Frames pro Sekunde. So, das teilt man durch 100. Das heißt, es gibt 0,6 Frames pro Sekunde. Und jede Attacke hat Plus oder Minus Frames. Zum Beispiel, ich zeige euch mal was. So, ich habe jetzt diese Attacke gemacht, aber bis sie ihn getroffen hat, hat es ja ziemlich lange gedauert. Und ihr seht, nachdem es getroffen hat, ist er noch nicht wieder in Standardposition. Das heißt, er ist im Minusbereich, das sind die Minus-Frames. Und wenn ein Gegner eine Attacke hat, die schneller geht, als dass Jin sich wieder in seine Standardposition zum Verteidigen bringt, dann trifft sie auch. Und das ist dieses Frame-Spiel. Ihr müsst nicht wissen, das kann man da. Ich mache es zum Beispiel nach Gefühl. Ich sehe, wenn der, also das hier, diese Erholung nennt man Recovery Frame. Wenn die Recovery Frame ziemlich groß von dem Gegner ist und ich sehe, okay, meine Attacke ist schnell genug, so dass ich kontern kann, ohne dass er sich dabei schützt, dann wende ich sie auch an. Ich mache das nach Gefühl. Ihr könnt es auch, im Internet gibt es die Frame-Data von jedem Charakter, da könnt ihr gucken, ein Hopkick hat zum Beispiel 13 Frames oder so. So, aber das ist jetzt Nebensache, das wollte ich euch nur ganz kurz erklären. Wir waren jetzt bei den Sidesteps, ja? Wenn man zweimal macht und dann hält, dann ist es ein Sidewalk oder ein Long Sidestep, je nachdem. Das hier kann auch ziemlich vorteilhaft sein, wenn der Gegner einen String probiert. Ein String ist zum Beispiel eine Folge von Combo, also von Angriffskombo, zum Beispiel 4-3-Kreis, ja? Weil wenn ich Normal-Viereck, Normal-Dreieck und Normal-Kreis drücke, kommt was anderes dabei raus. Wie gesagt, gebt euch die Skillliste. Das hier ist ein String. So, wenn der Gegner einen String macht, dann könnt ihr diesen Sidewalk benutzen und dann seid ihr am Rücken des Gegners. Das Ding ist ziemlich seitlich und am Rücken des Gegners ist er am meisten verwundbar und überhaupt nicht zu verteidigen. Also der kann sich überhaupt nicht verteidigen und die Attacken nehmen meistens viel mehr ab, weil er nichts machen kann, weil... Der kann sich da nicht schützen, nichts machen. Das ist totaler Vorteil. Aber das hier hinzubekommen, ist erstens ziemlich schwierig. Und einen Sidestep gegen den Gegner zu machen, ist auch nicht gerade sicher. Also kein Safe Move. So. Das habe ich euch jetzt alles gezeigt. Genau. Das mit dem Springen auch. Man kann nach vorne und nach hinten springen. Und bevor ich zu den Angriffen, zu den Moves gehe... Hier zwei Techniken, die die Koreaner bzw. Japaner benutzen, ist, weil es erstens schneller als das Rennen ist und zweitens kann man dann von unten, von während dem Aufstehen, es gibt Attacken während des Aufstehens, while standing, WS, und normale Attacken im Stehen und während eines Forward Dashes benutzen. Und das alles in einem Paket, je nachdem wie ihr es wollt. Klingt ziemlich krass, was? Also, ihr könnt solche Attacken, normale Attacken und solche Attacken nur in einer Position gleichzeitig ausführen, welche schneller ist als das Rennen. Klingt ziemlich krass, ich weiß. Das nennt man zuerst einen Crouch Dash. Und das geht, wenn ihr Forward, Down, Down Forward und dann wieder Forward drückt. Und zwar in der Reihenfolge, als einen Slide. So, habt ihr das gesehen? Das hier ist ein Crouch Dash. Macht man das mehrere Male? Ich zeig's euch nochmal, weil ich bin da gerade vor allem am Controller nicht so gut.
Das muss man, vor allem, man kann das nicht einfach nur zack, 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 zack und fertig. Man muss genau wissen, was man da eingibt. Also ihr habt schon gesehen, was ich hier, ja, da habt ihr jetzt gesehen, so. Und das hier nennt man ein Wave Dash. Es gibt ein Light Dash und es ist eigentlich die schnellstmögliche mögliche Wave Dash Version. Ist aber ziemlich hart zu mastern. So, jetzt nochmal zum Zeigen. Wave Dash. Und das war jetzt Quarter Circle Forward 4. Jetzt fragt ihr euch, wieso hat er das nicht davor gesagt und was ist Quarter Circle Forward? Ein Quarter Circle Move ist eigentlich ein Crouch Dash, bei dem ihr dann aber das Down Forward festhält und dann je nachdem eine Taste drückt. So. Manche Charaktere können das auch nach hinten so. Und da das hier der Wave Dash ist, gibt es natürlich auch einen nach hinten. Den nennt man Korean Back Dash. Der geht ungefähr so. Ich bin da kein Profi darin. Ja? Der geht ungefähr so. Es hängt vom Charakter ab, denn manche Leute können gar kein Wave Dash. Und dann auch kein Back Dash. So. Aber es gibt Leute mit bestimmten Stances. Ja? Jeder hat seine Stance, so wie jetzt Jin da steht. Wenn ich zum Beispiel hinten Viereck drücke. Das hier ist eine besondere Position, das ist eine Stance. Das ist kein Angeben, es ist eine Stance. Von der aus kann man andere Attacken machen. So, und bei manchen Leuten, wenn man Quarter Circle Forward, also ein Crouch Dash nach vorne, oder ein Quarter Circle nach Back macht, haben die besondere Stance. Deswegen können die weder Forward Crouch Dash, also ein Wave Dash, noch ein Korean Back Dash. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, statt nach hinten Down-Back und dann wieder Back zu drücken, könnt ihr einen Backdash machen und dann mit Down-Back diesen Dash canceln. Und das macht ihr dann so schnell wie möglich, das ist dann sozusagen eine Korean Backdash-Alternative, die in Tekken Tag 1 gekommen ist, also 2002 oder so. Und damals gab es noch kein Internet und jeder hat gedacht, die Koreaner cheaten, weil keiner auf der Welt kannte das. Und die haben es einfach schon drauf gehabt, weil die das Spiel analysiert haben, so. Die haben das halt studiert, so. Ich mach mal ein bisschen die Kamera höher. Jo. Und da wären wir eigentlich schon mit den Bewegungen durch. Jetzt kommen wir eigentlich zu den, 1, 2, 3, 4. So. Aber das Ding ist, es gibt verschiedene, Elemente von Angriffen. Ich muss es so ausdrücken, weil anders kann man das nicht sagen. Und zwar, es gibt hier ja ein Tag-System. Ich gebe euch mal ein Beispiel. So. Das hier ist das sogenannte Tag-Assault. Und es kommt drauf an, weil es gibt Moves wie solche. Dann gibt es Moves wie solche und dann gibt's noch Moves wie solche. So, jetzt komme ich dazu. Diese mit dem grünen Symbol heißen, das bedeutet, dass der Gegner, und jetzt guckt, ich drück's, so landet, dass seine Füße oben sind. Das bedeutet auch, dass ihr einen Tag Assault ausführen könnt. Und zwar, indem ihr kurz bevor ihr den Move landet, also kurz bevor er trifft, einfach Tag drückt oder hält, je nachdem, oder Tag spammt, die Tag. Also bei mir R3, wenn ihr das macht. So, ihr könnt auch halten, dann hat jeder einen Alternativ-Tag-Move. Aber wenn ihr ein Pro werden wollt, dann müsst ihr selbst rausfinden, was die besten Kombos je nach euren Lieblingscharakteren sind. So, das ist aber ein bisschen weit hergegriffen, gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. Denn außer 1 und 2 gibt es ja 1 plus 2. Das ist wieder eine andere Attacke. Dann gibt es 3 plus 4. Jeder anders, Jin hat da jetzt zum Beispiel nichts. Und dann gibt es die Froze. Dazu kommen wir aber später. Jetzt zeige ich euch nur, um zu wissen, worum es geht, die Grundelemente von Froze. Und zwar 1 plus 3. Der Standard-Throw. Und dann 2 plus 4. Der Throw, der den Gegner auf die andere Seite bringt. So, wenn es ein 1 plus 3 Throw ist, kann man ihn mit 1 abwehren, blocken.
Das gleiche mit 2 für den 2-Throw, also 2 plus 4. Das kann ich euch, glaube ich, mal kurz zeigen. Mal kurz aufnehmen. So, aufgenommen. Und jetzt wünscht mir Glück. So, seht ihr? Abgebrochen. Dann gibt es noch Special Moves, und zwar 1 plus 2 Throws, die man 1 plus 2 abbrechen muss, nicht 1 oder 2, sondern 1 plus 2. Und genauso muss man 3 plus 4 Throws abbrechen mit 1 plus 2. Klingt ziemlich krass, aber es gibt zum Glück hier und gerade hier, und das finde ich gut für Einsteiger, dieses Labor, dieses Tekken-Labor, wo ihr Combot seid und alles von vorne lernt, und da wird alles erklärt, und zwar richtig gut. Ich mache vielleicht ein Video davon, um euch zu zeigen, wie man da durchkommt. Ich bin da ein bisschen eingerostet, aber das ist kein Problem, das kann ich irgendwann mal hochladen. Ein bisschen weiter nach hinten so, dann sieht man Michael auch ein bisschen besser. Ja, und da wären wir eigentlich schon mit den Dingern durch. Jetzt gehen wir dahin, wo wir eigentlich davor schon waren, und zwar die Combo-Liste. Und hier seht ihr, wie gesagt, ihr könnt hier durchgehen. Das hier sind die Tag-Moves. Dann gibt es hier diese mit dem blauen Symbol. Und die dienen dazu, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Homing-Moves, genau, Homing-Moves. Und die bezwecken das, dass wenn euer Gegner einen Sidestep macht und ihr seht, dass er ihn macht, ja, dann werden sie mit Homing Moves trotzdem getroffen. Also je nachdem von welcher Richtung, ist eigentlich, glaube ich, egal, aber gegen Homing Moves hat ein Sidestep keine Chance. Mann, sieht da scheiße aus. So, damit ihr das wisst. Und zum Schluss gibt es die mit dem roten. Das hier zeigt ja eigentlich links, rechts, steht ja eigentlich schon für Tag. Meistens sind sie aber auch dafür da, um zu zeigen, dass die Gegner in die Luft hochgeworfen wird. Also hochgefetzt wird, sag ich jetzt mal. Oder hochgeschlagen wird. Aber hauptsächlich sind diese Symbole dazu da, um zu zeigen, ihr könnt nach dem Move direkt wechseln. So. Und dann denkt man sich, es gibt ja eigentlich schon ein normales Tag-System. Für was denn dann das benutzen? Ja, ganz einfach. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Ja, okay, das war jetzt nicht so legit. Machen wir es direkt so. Seht ihr? So. Gesehen? Man kann sozusagen normal mit Tag Out und dann mit Tag Assault ein Combo machen. Und was vor allem wichtig ist bei solchen Attacken, warum sie manchmal sogar wichtiger sind als Tag Assault, ist das hier. Seht ihr, dieses rote Leben, das schwindet. Dieses rote Leben ist nicht umsonst da. Es ist dafür da, dass, wenn ihr das habt und ihr wechselt euren Charakter und der mit diesem roten Balken, der hinten dran ist, also gerade nicht im Feld, wie jetzt bei mir Jin, den sein Leben wird langsam wieder aufgeladen. Das heißt, wenn ihr solche Attacken gibt, wo das rote Leben, dieser rote Balken verschwindet, kann das Leben auch nicht mehr nachgeladen werden. So einfach und so wichtig. So, dann gibt es noch, gibt es eigentlich in der Komboliste noch was sehr Wichtiges? Ja, eigentlich, ja, die 10er Hits und hier ein paar, auch Quarter Circle, weil dieses Sternchen heißt, Pause, beziehungsweise Empty, nichts drücken, gar nichts, loslassen. Das heißt, hier, dieser Quarter Circle, Move. Man kann eigentlich auch kein Quarter Circle Move machen, ohne nach Forward eine Pause zu drücken, weil praktischerweise nach vorne und dann direkt nach unten zu gehen und das dann mit einer richtigen Eingabe, das funktioniert nicht ohne Pause dazwischen. Da kann man auch in der Comment-List das zwar sehen, also es so eingeben, als ob es keine Pause gäbe, aber sie ist trotzdem da, weil ohne geht's nicht. Dann gibt's hier Taunts. So, die 10er-Hits und dann von jeder Seite plus die Special Throws jedes einzelnen Charakters. Dann gibt es die Sample-Kombos, wenn ihr schon weit genug seid, würde ich jedem empfehlen. Das sind die einfachsten Kombos des Charakters, welchen ich gerade abgefuckt habe. Ja? Und wie gesagt, je nach Bewegung, ob unten, oben,
hinten, vorne, immer was anderes. Nicht vergessen. So. Je nachdem, wie weit es geht, desto schwieriger wird's. Und das war jetzt aus Versehen. Das war ein Korean 3, weil das war vom Stand ein Running 3. Wollte ich ja eigentlich nicht. Und ich frage mich, wieso ich 3 gedrückt habe, wenn da vor steht. Ach so, deswegen. Weil ich nach vorne muss. Das ist das Ding, dass ihr das selbst rausfinden müsst, weil da zwischendrin werden diese nach vorne gehen Sachen gar nicht angezeigt. Und warum ich... Seht ihr? Ich muss nach vorne gehen und dann nach hinten halten, damit er kein Forward 3 macht. Und deswegen löse ich dieses Back 3 aus. Aber man müsste... Eigentlich ist dieser Combo so einfach, dass man gar nicht nach vorne gehen muss, richtig. Ja doch, haben sie nicht angezeigt. Seht ihr, da habt ihr schon was gelernt. Der will nicht. Ich zeig's euch einfach mal so. Ihr werdet sehen, der wird 100% nach vorne rennen. Da, habt ihr es gesehen? Der hat das Forward Dash sozusagen mit einem Back gecancelt. Sorry. So, das hätten wir jetzt auch durch. Ja, die anderen Dinge, die kann ich alle später machen. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, so kleine Sachen. Es gibt so Standardattacken in Tekken Tag, die es sonst in einem anderen Tekken nicht gibt. Und das ist zuerst 2 plus Tag. Das ist der Tag Throw, the original Tag Throw. Den kann wirklich jeder Charakter, und ihr seht, da verschwindet auch der rote Balken dabei. Und dann gibt es das sogenannte 1 plus 2 Tag. Das ist ein Instant Tag. Es ist egal, ob der Gegner steht, sich duckt oder sonst was, außer wenn er jetzt natürlich liegt, ohne sich zu bewegen. Taggt es sofort. Ohne dass ihr davor was machen müsst. Das ist Vor- wie Nachteil, wenn man dem Move ausweicht. Der hat eine ziemlich große Recovery Frame. Ja, und Vorteil ist halt, wenn man gerade wenig Leben hat und man sieht, mit einem Tag-Kombo könnte man den Gegner ausschalten, dann benutzt man das. Ich persönlich, ich bin nicht so wirklich der Fan davon. Ich mache da eher so die Standard-Dinger. So. Natürlich, was ich euch noch sagen muss, was ich vergessen habe. Wenn der Gegner an der Wand ist, so wie gerade eben, und ihr ihn angreift, dann nimmt es ein bisschen mehr ab. Ich glaube, pro Hit ein Schaden oder so, je nachdem. Also der erste auf jeden Fall nimmt es ein bisschen mehr ab. Und jetzt die Sachen, von denen man eigentlich nicht weiß, weil es keinem erklärt wird. Zuerst muss ich dafür den Zorn anmachen. Ich mach mal von jedem. Und das hier, dieses rot blinkende Balken, bedeutet, ihr seid stärker. Der Punkt ist, dieses Ding taucht aber nur auf für euren Partner, der nicht da ist, wenn ihr ein Tag-Kombo kassiert habt. Also wenn Jin jetzt ein Tag-Kombo kassiert oder einen richtig harten, weil sie sich 15 hält, dann kriegt Lore diesen roten Balken, den nennt man Rage. Rage, nicht Range wie der Abstand, sondern Rage, weil das sind zwei verschiedene Sachen. Und was dabei aber möglich ist, wenn man liegt, man haltet Dreieck und dann wechseln und dann kommt dieser sogenannte Tag Crash. Das heißt, man, ja, wie nennt man das? Interrupt halt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das unterbricht. Aber Interrupt halt, das Tag Crash. Das kann, wenn ihr gerade wenig Leben habt und ein Combo kassiert, an der Wand liegt oder auf dem Boden liegt, Dreieck halten, wechseln. Und zack. Dann ist aber dafür euer roter Balken von Jin weg und euer Rage Plus. Also dieses rote Blinken. Ist halt Nachteil wie Vorteil, müsst ihr wissen, wann ihr einsetzen sollt. Das mache ich jetzt wieder aus. Weil Rage, das nimmt auf jeden Fall viel mehr ab als ein normaler Combo. Und dann gibt es so Sachen wie, ich gehe mal auf Positionseinstellung. So, hier seht ihr das aktuelle Position. Ihr könnt einstellen, was ihr wollt. Wandtreffer für Wandkombos zum Üben. So, und dann natürlich Balkonbrecher. Je nach Stage, es wird mit einer kleinen Grafik pro Stage überall angezeigt, ob es Balkonbrecher, Bodenbrecher und Wandbrecher gibt.
Es gibt eine Trainingsstage, da habe ich ein kurzes Video hochgeladen mit Law. Da gibt's alles, aber ich wollte gerade mal die nehmen, weil das so passt. Und dann kann das hier passieren. Habt ihr es gesehen? Der ist da durchgebrettert und der andere ist... Also Jin ist dann reingekommen und ihr hättet theoretisch weitermachen können. Da könnt ihr erstens so Sachen machen wie, wenn ihr zuerst den Gegner hochfetzt und dann durch. Und zweitens, wenn ihr den Gegner schon so hochfetzt, dass ihr danach noch ein Tear-Combo reinhaut. Was ihr euch aber merken müsst ist... Nochmal. Wenn ich jetzt mit Jin Tag mache... So. Und dann das mit Law. Dann kann er auf einmal nicht taggen. Und ihr fragt euch jetzt, hä, wieso denn? Der ist doch runtergefallen und du hast ihn in der Luft erwischt. Das Ding ist, wenn man schon einmal einen Tag macht, einmal den Gegner in so eine Position bringt, dass seine Füße sozusagen während dem Bretter nach oben fliegen, dann kann man das auch nur einmal machen. Sonst könnte man ja zwei Tag Assaults auf einmal reinhauen und es gibt wirklich Tag Assaults Combos, die Hälfte vom Leben wegnehmen können. Das heißt, könnte man mit einem Tag Assault Combo, mit einer Tag Assault Reihe, das komplette Leben auf einmal abnehmen und das wäre beschissen. Deswegen kann man das ja nur einmal. So. Dann, allgemein zu Tags, was eigentlich, ich weiß nicht, ob es drin steht, ich kann mal kurz gucken, bei den Throws. Ja, seht ihr? Mit dem Symbol und das ist ein Throw. Das heißt, es gibt selbst Throws, die zu einem Wechsel bringen können. Ich ändere mal wieder die Position. So. Gesehen? So, und davon gibt es auch verschiedene Sachen. Es gibt auch, hätte ich jetzt Law und Law, da würde ich das hier drücken, wechseln und sein Standardpacker würde sich zu einem Tagpacker weiterentwickeln, sage ich jetzt mal. Klingt zwar blöd, aber das ist die Erklärung so. Es kommt je nach Tagpartner an, es gibt für Jin und Jun, Jin und Asuka, also die kompletten Mishimas eigentlich mit den Katsamas, Law und Law, Law und Paul, denke ich, King und Aimer King, Holang und Bike, jeder, der sich ähnlich ist oder sozusagen eine Beziehung in der Story hat irgendwie. So, gibt's jetzt noch was, was ich so noch erklären könnte, was ziemlich wichtig ist? Das Ding geht fast 40 Minuten. Ja, so lange wollte ich jetzt auch nicht machen, aber... Ja, eine Sache könnte ich euch noch erklären. Die Frage ist, mit was fange ich von dem an, wenn ich das schon alles durch habe? Ich wollte euch irgendwas erklären, was mir gerade nicht in den Kopf kommt. Genau, jetzt habe ich die Wild Standing Moves. Die Wild Standing Moves. Bisschen kompliziert, vor allem in Combos. Vor allem in Combos. Und zwar ist es so, ihr müsst euch ducken und während ihr loslässt, also während er sich wieder aufrichtet, wieder steht, Wild Standing, drückt er einen Move. Und da gibt es für jedes Mal was anderes. Und die sind eigentlich auch ziemlich wichtig für Kombos, vor allem, weil die meisten die Gegner nicht nur hochfetzen, sondern auch während des Kombos oben lassen. Wie gesagt, man kann auch während eines Wave Dashs, das war jetzt ein bisschen labbrig, aber man kann es auch während eines Wave Dashs machen, ziemlich krass. Und, ja, ich denke, ich will jetzt nicht zu viel machen, weil wenn ich jetzt weitergehe, dann wird es viel zu kompliziert. Auf jeden Fall haben wir das durch. Ich zeige euch jetzt nochmal einen komplizierten Combo, so, wo man nicht denkt, dass er treffen würde. So. Ja, zu alles anderen kommen wir weiter, weil ich würde am liebsten jetzt weitermachen, aber dann wird es echt zu viel und wird zu kompliziert. Das sind auf jeden Fall die Grundbegriffe. Gebt euch das hier, wenn ihr mit Tekken gut anfangen wollt, wenn ihr noch ein Beginner seid, wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr machen sollt und alles, was ihr macht in einem Kampf ist das und ihr denkt, ihr wärt dope. Und ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich hoffe, ihr shared es, damit eure Freunde und ihr besser in Tekken werdet und dann macht das Spiel auch viel mehr Spaß, vertraut mir. Ich habe schon so viele Leute, die anfangs nur so gespielt haben oder überhaupt gar keinen Tekken gespielt haben, weil sie es einfach nicht gemocht haben. Sind zu Suchtis geworden, meine besten Freunde. Und weil ich denen das so alles gezeigt habe. Und ich hoffe, das hat den gleichen Effekt auch bei euch.
Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. The Blue Gangster is out. Word.